Moin Moin, in diesem Video geht es mit den Bestien aus Lawrence Cage Dungeon weiter. Dieser Bloodborne-Boss nennt sich die bluthungrige Bestie und ist ein alter Bekannter aus der Story. Ihr findet ihn im Cage Dungeon Leidenes Lauren am Ende von Ebene 2. Mit seinem weit aufgerissenen Sabbermaul will er uns am liebsten als Snack verputzen, schon wieder. Während sich das Storyvieh weitgehend mit Eingeweideangriffen aus dem Verkehr ziehen ließ, gelingt es hier, naja, nicht mehr so gut. Die Bestie ist sehr flink unterwegs und kann einem mit den weiten Sprüngen direkt ins Gesicht hüpfen, und das ist nicht so wirklich angenehm. Am einfachsten ist der Kampf, wenn ihr hier zum Köder greift und mit kräftigen Blutcocktails umherwerft. Das Vieh liebt diese Köder geradezu und springt in die jeweilige Richtung. Nutzt die Gelegenheit für einen Angriff, im Ideal direkt ins Kreuz der Bestie. Habt ihr keine Köder zur Hand, rate ich zur Vorsicht. Blocks mit der Pistole sind zwar nicht so einfach, funktionieren aber und können als eingeweihter Konter verheerenden Schaden anrichten. Zur Vorbereitung auf den Kampf empfehle ich, sicherheitshalber Kleidung und Rune mit Giftresistenz anzulegen, sowie für den Fall der Fälle etwas Gegengift einzupacken. In der nächsten Folge geht es dann von der blutrünstigen zur widerlichen Bestie, einschließlich Überraschungsende. Ich hoffe, ihr seid ein wenig gespannt und schaut wieder rein. Vergesst nicht das Abo, falls ihr an weiteren Spielevideos interessiert seid. Vielen Dank fürs Zusehen, macht's gut und bye bye.